wir sahen uns an. Die Zeit stand still, wie ein Moment, der nicht enden will. Liebe pur unterm Sternenzelt, in dieser schönsten Sommernacht der Welt. Und dieser Traum geht nie vorbei. Er lebt heute noch in uns zwei. Denn zurück, wie das Glück begann, wir liebten uns einen Sommer lang. In einem Meer voll Zärtlichkeit, da schwungen wir uns die Ewigkeit. Tief im Herz war uns beiden klar, heute wird für uns dieses Märchen wahr. Und dieser Traum geht nie vorbei. Er lebt heute noch in uns zwei. Denk zurück, wie das Glück noch ein Dankeschön loswerden. Ein Dankeschön, das euch gilt. Euch, liebe Freunde, liebe Fans. Hier vorne sitzen unser Fanclub, die wichtigsten Fans für uns. Ihr seid so spitze. Danke euch. Und ihr wisst es selber, wie lange ich schon auf den Brettern, die die Welt bedeuten, stehen darf. Seit mehr als 25 Jahren stehe ich hier oben. Und in all den Jahren habt ihr mir die Treue gehalten. Und dafür kann ich einfach nur sagen, danke, danke, Dankeschön. Und wie kann man sich schöner bedanken als mit seinen schönsten, bekanntesten Liedern? Meine Lieder für euch.
wenn ich manchmal die Sterne zähle, warte ich, ob eins für mich runterfällt, dass man sich dann etwas wünschen kann. Da glaub ich fest daran. Und wenn's einmal nicht für ein Wunder reicht, halt's für ein kleines bisschen Glück. Und wenn du einmal deinen Traum verlierst, ich bring dir'n gern zurück. So ein Stück an heile Welt hab ich beim Himmel heut bestellt. Sonne und Regen, so ein bisschen von jedem. So ein Stück an heile Welt, wo ein ganz klein war, da war jedes Bachel breit wie's Meer. Da bin ich gestanden, sah meinem kleinen Schiffchen hinterher. Ich hab gesehen, wie's weiter treibt und am anderen Ufer bleibt. Als ich traurig war, da hat die Mama gesagt, über jedes Bachel, jede Brücke, du musst nur ein bisschen schauen. Komm, ich geh mit dir Stücke, drüber musst dich selber trauen. Hand in Hand.
Freunde. Grüezi miteinander. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Professor Dr. Mross aus der Schwarzwildklinik in Interlaken. Waren Sie schon mal in Interlaken? Hä? No, nicht? Ja, wir sind eine sehr renommierte Klinik. Wir haben Spaß, aber keine Patienten fast so. Ja, mein Gott, da passieren ab und zu mal ein paar Fehler. Ha? Ja. Gestern war es schon ein bisschen peinlich. Kam einer zu mir, der hatte Husten. Den habe ich dann aus Versehen ein Abführmittel gegeben. Dann habe ich den gestern Abend wieder getroffen, habe ich gesagt, ist der Husten besser geworden? Hat er zu mir gesagt, ja schon, er traut sich nicht mehr zu husten. Ja. Aber es gibt ja auch Leute, die kommen zu mir. Letztens kam ein älterer Herr und hat zu mir gesagt, Herr Doktor, ich habe jeden Morgen um 7 Uhr pünktlich Stuhlgang. Ja. Dann habe ich gesagt, na herzlichen Glückwunsch, das ist doch super. Hm? Dann sagte er, na ja, das Problem ist, ich schlafe jeden Tag bis um 8. Hm? Ja, ja. Aber letztens kam eine Dame zu mir, die hat ein Baby bekommen. Hm? Ein wunderschönes Baby. Das Baby, naja, sie hat zu mir gesagt, sie hat ein Problem mit dem Baby, weil es ein bisschen brauner ausgefallen ist, als sie sich das vorstellt. Ob das vielleicht daran lag, weil sie vor 9 Monaten in Afrika im Urlaub war? Dann habe ich zu dieser guten Dame gesagt, das ist kein Problem. Aber sie hätten mal vor 9 Monaten vielleicht schon zu mir kommen können. Ja, sie hat das Problem, heute Nachmittag kommt ihr Mann und wenn der das braune Baby sieht, dann, oh, 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 oh. Da habe ich gesagt, gute Frau, Sie haben Glück. Drüben auf 264 im Zimmer hat heute eine schwarze Mami auch ein Baby bekommen. Dann sagen wir ihrem Mann, sie hatten zu wenig Milch. Dann haben wir ihr Baby zu der schwarzen Mami auf Zimmer 264 rübergetan. Und als das Baby wieder zurückkam, ist es eben ein bisschen dunkel ausgefallen. Gesagt, getan, der Ehemann ist gekommen, da haben wir ihm auch gleich diese Geschichte verklickert. Der hat diese Geschichte auch sofort geglaubt. Ist sofort nach Hause gelaufen und hat seiner Mami einen Brief geschrieben.